Es klingelt in der Kasse hier. Aber die Infos ist, interessiert mich halt eigentlich nicht. Gibt es nicht irgendwo einen Reiter, wo man das wegtun kann? Vielleicht ist das denn ja dann mal ein Einschuss, sondern es ist da, wo alles steht. Irgendwie so ein Reiter. Dass gleichzeitig das gehalten wird, was auch im Chat geschrieben wird. Du bist ja zum Glück kein großer Spiele-Publisher. Wir brauchen kein EA 2 mit Packs Opening. Wow! Ich suche ein paar Gegner hier. Welche, die mich nicht gleich umhauen hier. So, das Gute ist, ich habe halt wieder beide Sachen geladen. Maus und Tastatur. Kann ich entspannt in den Arm starten. Hier. Zum Glück gibt es hier kein PvP. Wo kann ich einstellen, dass meine Buffs weiter in der Mitte sind? Ja. Hast du recht, sind besser in der Mitte. Hast du recht. UI. Und dann UI bearbeiten. Und dann kannst du da rumschieben. Ich hab's ja eigentlich nur in der Mitte. Damit ich diese 7 Stacks da immer sehe. Aber es sind mittlerweile immer mehr geworden. Dass ich, ich weiß, ob sie... Das ist eigentlich geil. Ich glaube, man muss entscheidend nicht genau so sehen, das passt schon. Aber da unten war es mir einfach zu weit weg. Da bin ich halt von WoW verwöhnt, dass alles um mich herum steht und ich den Char gar nicht mehr sehe. Kein Problem, Mortum. Was ich weiß, kippe ich weiter. Wenn ich was nicht weiß, erzähle ich einfach irgendeinen Scheiß. Weißt du, wie ich meine? So muss das sein. Äh, 58, glaube ich. 40 zum Laden und 58 oder 56 ist auf der Platte. So um den Dreh. Machst du auch immer so? Dann verstehen wir uns ja. Beste. Freut mich. Wieso kommen jetzt so viel, dass das noch andere Gegner? Okay, noch andere Mates hier. Ich meine, solange dein Char nicht Matt nennst, ist alles okay. Bist du denn so Matt geil? Wie ist denn das? Ich meine, ich höre von vielen, dass Matt super geil ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so gegessen habe. Das ist gar nicht so ein Ding hier in München. So Matt, ist das nicht so was eher für Kölner Umgebung? Mana AP ist das da. Scheiße, ich kann es im Kampf nicht öffnen. Dieses fette Dings da. Das hier.
Mit Orgie. Das hier ist Mana Gedönse. Stimmt, muss doch hier mal weitermachen. Dieser fette Baum da hier, Spezi. Ist Mana. Also ein wirklicher Grind ist das auch nicht, weil ich brauche halt ewig, um Mob zu holen. Für zwischen zwei Puls dauert es halt, keine Ahnung, mehr Minuten? Ich weiß nicht, bei uns gibt es halt Leberkas, aber das Leberkas... Matt ist ja roh, ne? Bei uns gibt es halt Leberkas. Scheiße, immer alles voll. Ich weiß ja nicht, wo ich hingehen soll. Es ist ja alles voll hier. Alles klar, Maggi. Wünsche Ihnen auch einen wunderschönen Tag und einen schönen Abend hier. Ja, 35 ist ja easy hier. Das schaffen wir nicht in 2 Minuten. In Minga. München. Lebergas. Ihr sagt auch so, oder? In Österreich. Kann ich nochmal kicken gehen? Nee. LKW mit ABS. Sagen wir so. In Deutschland sagen die ja in jedem Bundesland gefühlt irgendwas anderes. Weiß nicht. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Begriffe hier. Und in Österreich sagt sie überall so. Hier gibt. Mir fallen gerade keine anderen noch ein hier. Es gibt da Fleisch. Was denn mal? Fleischbrötchen oder? Nein, wie sagen die dann? Wecken, genau. Wecken. Aber dann sagt man doch nur, aber sagt man komplett Leberkäs? Achso, Leberkäs-Semmel ist halt dann okay. Aber Leberkäs ist ja gleich, sagt man das nicht nur. Fleischwecke, oder? Nicht Fleischwecke oder sowas? Das ist gut, das lobe ich mir hier, Jerry. Weißt du, bei uns in Deutschland sagen die im Russland was anderes zu der Scheiß und bei euch sagen die im ganzen Land das Richtige. Leberkäs-Kars-Kars finde ich geil. Lieber Kars. Denn alles mit Kars schmeckt super. Ja, wir sagen auch Leber. Also ich sag ja hier sowieso Leber Kars-Semmel. Sowieso. Also bin ich aufgewachsen mit. Immer schön der junge Gex für eine Mark Leber Kars-Semmel geholt damals noch. Scheufele, okay. Also jetzt haben wir Schäufele, Leberkäse weg, LKW mit ABS. Schon wild hier. Nur noch Dinge schlimmer hier. Hier, Cola Weizen. Gibt es ja auch in jedem Bundesland irgendwie verschiedene Namen. Ist lecker, ja, aber irgendwie bekomme ich von jedem, was ich irgendwie esse, immer Magenkrämpfe. Und Bauchschmerzen, weil die nicht mehr so geil sind wie früher. Letztes Mal ja schon ein... War das am Wochenende oder vorgestern? Irgendwann habe ich hier welche gemacht. Also ganz normal fertig gekauft, dann in den Ofen und so. Und das ist ja cool, aber so komplett beim Metzger. Beim Metzger direkt, weißt du, ist sie nicht mehr so geil wie früher. Die Quality ist halt anders geworden hier. Krieg schon mal Bauchi. Ne?
kannst sie, glaube ich, gar nicht verkaufen, ohne dass du sie rausnimmst. Aber du kannst alle Steinchen mit einem Klick rausmachen. Ne? Du musst nicht jedes einzelne raustun. Also das... Oder, ja genau, du musst alles lösen, aber nicht jedes einzelne Stein selber klicken, sondern einfach Klick mit einem Klick alle entfernen bei dem Runensteinmenü. Ach scheiße, sind ja alles Mages hier. Hab ich vergessen. Ich komm ja gar nicht. Ich muss mir mal durchlesen, was der Zyklon auf dem epischen Grad macht. Alter. Das sind so spezielle Mobs wieder hier. Die haben irgendwelche komischen Buffs immer. Wow, 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 wow. Lol. Ja, das sind diese ganzen Range-Dinger. Ich habe halt überhaupt gar keinen Range-Spell, ey. Ich muss echt mal Range probieren. Ich muss echt mal Range probieren, ey. 2 Millionen, kannst du nicht vorstellen, ey. Krass. Wir werden die Tage vielleicht doch mal, auch eine andere Klasse noch testen. Weil das mit diesem... mit diesem Melee überall hinkommen. Egal wo ich hinlaufe, bin ich halt sofort irgendwie... Ich komm halt nicht in Melee Range, um zu töten. Also immer hincharge und dann stehe ich da und kann nicht viel machen. Den Skill spiele ich momentan nicht so. Mit dem Ranziehen. Da habe ich andere Spells gerade drin. Das Ranziehen geht, aber... aber die... die da, hast du ja gesehen, die kamen ja auch nicht. Ich könnte anstatt dieses Ding mal den wieder reintun, den haben wir, das Ranziehen. Aber so viel bringt es ja auch nicht. Das ist halt schwierig. Das habe ich halt gefühlt hier, den Sturm, dass er mir alle ranzieht. Aber ich habe halt nicht genug Punkte. Was macht denn der überhaupt hier? Erhöht alle 0,35 Sekunden die Fertigkeitsreichweite um 0,05 Meter und die Fertigkeitskraft um 25%, solange die Fertigkeit tief ist, in der Stapel. Die dauern 7 Sekunden. Erhöht alle 0,35 Sekunden die Fertigkeitsreichweite um 0,5 Meter und die Fertigkeitskraft um 20%, solange die Fertigkeit aktiv ist. Ich fand halt das geil zum Zusammenziehen. Das fand ich halt ultra. Ich meine, das kann ich immer machen. Vielleicht hilft es mir beim Farmen. Dass ich die Fähigkeit einfach mal reintue. Warte mal raus. Hier. Zack. Habe ich sogar noch Punkte übrig für... Doppelcharge. Alle vergeben. Bestätigen. Mal schauen, vielleicht farmt die so besser. Keine Ahnung. Und dann zieht es die alle ran. Ja, mit Heiler, Tank und 3DDs. Was ich jetzt mache hier da? Eins, komm. Macht aber nicht so viel Schaden halt, ne? Aber vielleicht fürs Farmen besser?
Ich müsste mal den epischen Ding üben. Ich schalte den mal frei bei Gelegenheit. Aber hier bei einem Tage bin ich jetzt halt im Arsch. Ich bekomme schon genug Schaden. Ich muss halt immer aktiv ausweichen hier. Weißt du, ich muss immer aktiv ausweichen und dann bekomme ich keinen Schaden. Siehst du, wie viel Schaden ich bekomme? Du musst halt aktiv spielen und ausweichen. Das Problem ist, mit der anderen Fähigkeit muss ich stehen bleiben und kann nicht ausweichen. Das ist schon dramatisch. Ich muss da immer 5 Sekunden stehen bleiben, ohne auszuweichen. Dann kriege ich halt voll die Schnauze. Und jetzt hier gegen diese zwei Großen habe ich mit der Skillung keine Chance ohne den Hammer. Ich kann einfach nicht töten. Zu wenig Schaden. Selbst wenn ich den Schadensbuff aktiviere. Hier eins, komm. Macht nicht genug Schaden hier, das Ding. Die sind so wie ich und eins höher. Müssen die sein. Ich gehe nur dem Skill, wenn ich tausche, geht's ja wieder. Aber trotzdem mache ich halt ultra wenig Schaden im Vergleich zu anderen, dass ich halt nicht so richtig. Kiten kann. Also kiten, farmen. Grinden, verdammt, das ist. Warte kurz. Grinden kann. So richtig viel und schnell. Wie ist denn jetzt? Schauen wir mal kurz hier. Wieso fehlen mir denn die Punkte? Was habe ich jetzt wieder gemacht? Ach so, das geht nicht. Das ist zu viele Punkte. Okay, warte. Das weg. Nee, das weg. Das weg. 50 und ich brauche. 56, ja, dann kann ich ja nicht spielen, das ist okay. Ist ja gut, dann kann ich das nicht spielen. Dann spiele ich das. Plus das. 6 Punkte. Wenn ich das rausnehme. Okay, auf 20 komme ich, habe 14 Punkte. Dann kann ich aber. Kann ich die 12 investieren? 8, 12. Was macht er mit 12 überhaupt? Stimmt, schnell aufgehen. Was macht er mit 12? Verkürzt die Abklingzeit. Gewährt euch durch eine Deckung, gewährt euch 2 Meter getroffenen Niederschlag. Okay, das klingt gut. Du kannst es ja. Du brauchst ein gleichwertiges Rüstungstyp. Beispiel, wenn du deinen Kopf verändern willst, den Sockel, brauchst du halt den Sockel, den du möchtest, in einem anderen, warte kurz hier. Du brauchst halt einen Kopf, in dem der Sockel drin ist, den du möchtest. Also an erster Position am besten, an erster Stelle, muss halt der gleiche Rüstungstyp sein, ne? Wenn du jetzt Kriegsherr bist, musst du Kriegsherr sein. Dann gibt es in der Stadt einen Händler oder so, der heißt, wie heißt der? Veränderung, Veredelung. Uff, wie heißt denn der? Der heißt. Das ist eine Windplantage. Das ist eine Windplantage. Ich vergesse immer, wie der heißt. Auf jeden Fall gibt es einen, der heißt, da kannst du es verändern. Da tust du deine Rüstung rein, die du hast. In den anderen Slot tust du die Rüstung rein mit dem Slot, den du möchtest, und dann kannst du tauschen.
75%ige Chance. Ich hab's gerade gesehen, ich hab gerade jetzt das Monster und wieder da. Wie lange halten meine Buffs noch? Bin schon weg, oder? Herz. Es gibt viele, aber ich hab's immer in der Windplantage gesehen. Ich wollte hier nur den Namen sagen, wie er heißt. Wieso sehe ich das kurz, bevor mich die Mob angreift? Ach, auf jeden Fall brauchst du einfach das gleiche, den gleichen Rüstungstyp halt, ne? Kopf. Dann nimmst du deinen Kopf. Wenn's die Farbe, die du willst, und tust es dann übertragen. Du hast so 75% die Chance, dass es klappt. Ich hatte 6 Mal es probiert, es hat noch 4 Mal geklappt. Und das Rüstungsteil, was du dann da rein tust, damit es die Farbe übernimmt, ist halt dann weg, ne? Aber wo zum Teufel ist jetzt Windplantage, wie das Ding heißt? Hier ist es. Hier. Experte für Neuvergabe. Yes, ist na dieser Name. Das ist das. Experte für Neuvergabe. 2 Felder. Links das Gear, was du hast. Rechts das Gear mit dem Sockel, was du haben möchtest. Dann kannst du tauschen. Jetzt haben wir's. So geht's ja wieder spät jetzt mit der anderen Skillung hier. Genau, und rechts wird zerstört. Das ist das eigentlich das, ja. Das Gear, was du halt nicht brauchst, nur die Sockel halt zerstört. Ah ja, das wollte ich mal gerade testen. Ich muss wieder diesen Background-Sound anmachen. Die haben heute uns ja komplett hier wieder alles resettet hier. Ist immer nett, dass sie uns alles resetten. Was haben die denn? In dem Patch Note standen sie aber nicht drin, dass sie irgendwas komplett geändert haben. Was das notwendig sein muss. Da das mit dem Resetten. Wo ist denn Background Sound? Stumm schalten. Stumm schalten. Irgendwo war ein Haken für Background Sound. Audiobenachrichtigung für Anflüstern. Ton bei inaktiv stumm schalten. Nee, mach mal nicht. Dann egal, welchem Tab ich bin, auch wenn ich manchmal Browser drüber habe, dass ich höre, dass was passiert. Ich mag das. Ach so, hier, warte, kann ich da gleich zeigen? Hier, Fuwa, sorry, ich habe das jetzt verpeilt hier. Ich habe schon gelesen, aber ich habe gerade hier erklären wegen dem Scheiß Neuvergabe, ne? Da. Das kann der Tank. Da kriegst du halt 50% weniger Schaden in dem Ding. Hast du mitbekommen, Purge? Also das Ding? Also, weil... Experte für Neuvergabe? Verringert täglichen Schaden um 50%, erhöht die Abwehr gegen Schaden um 100, gewährt Immunität gegen alle außer Gefecht setzenden und schädlichen Effekte. Dieser Effekt lässt sich mit Schildabwehr stapeln. Stellt 1% der Max-LP pro Sekunde wieder her. Also hält 8 Sekunden, also kriegst du 8%, ne? Luftangriff der Finsternis-Apostel hat begonnen. Was sagt mir das? Es gibt auch in jedem Portal immer so ein Event. Ich mach die gar nicht mehr. Also ich peile das gar nicht. Ich krieg das gar nicht mit, das meine ich. Ich mach die nie. Wie einfach hier hingehen zu Brian. Ist so schon 10-mal mehr Schaden als mit dem Blaze Storm da. Ich muss mir mal trotzdem den Max Blaze Storm heraus freischalten und mal anschauen, wie das ist. Dem Grind-Verfall, ja, finde ich ganz okay hier, aber. Aber
aber diese Schaden, den die anderen immer so machen, wie viel AOE, tut mich immer noch ein bisschen hier traurig stimmen, was meine Klasse angeht. Not enough stamina. Jetzt gar nicht so viel laufen müssen hier in der Zeit. Nicht mehr so viel Zeit, 16 Sekunden noch. Es geht. Bei mir nicht, also. Bei mir ist das halt ziemlich komisch, finde ich, mit dem DPS. Weiß jetzt nicht genau, ob Superch das mitbekommen hat. Da keine Reaction. Ja, vielleicht geht's ja bei dir mit der Neuvergabe. Weil du geschrieben hast wegen Drop, was hast du denn bekommen? Ich habe heute ein Speicherplatzerweiterung bekommen. Das erste Mal. Voll geil. Voll geil. Ach so, ach das Generelle. Ja geil, freut mich. Mich freut es auf jeden Fall. Denn ich kann euch endlich was geben. Ich weiß und ich sehe, dass so viele Streamer hier Giveaways machen und Geschenken und beschenken alles und. Selbst wenn sie Geburtstag haben, schenkt sie so viel und zu Weihnachten und zu Ostern und was weiß ich. Ich kann euch halt leider nichts geben. Keine Ahnung, ich krieg halt nichts. Ich hab nichts. Ich hab halt nur mich hier und ja, meine Anwesenheit und mein dummes Gelaber. Wenn ich irgendwas kriege, wenn ich irgendwas... Ich brauch nichts, ich brauch nur eure Zeit und euer Zuschauen und so, ne? Ein bisschen Zeit verbringen. Das alles andere ist mir wurscht. Wenn ich irgendwas kriege, was ich umsonst bekomme, hier, nehmt. Habt Spaß, werdet glücklich. Aber ich habe halt echt nichts, also, es ist okay. Nur, wenn ich halt sehe und immer diese Street-Titel, ja, hier, Giveaways da, Keys hier, Keys da, also, ist krass, ist halt schon nicht ohne. Es ist halt mächtig zu sehen, wie viel Support da, also von außen kommt, keine Ahnung. Aber mächtig. Es ist, ja, ist halt so. Was soll ich sagen? Wie gesagt, wenn irgendwas ist, ich gebe euch was, aber wenn ich nichts habe, kann ich nichts machen. Naja, gerne, kein Problem. Fuck die Giveaways, du machst die jetzt, das muss reichen, okay. Das ist der Recht hier. Wenn du mal ein paar mehr Subs bekommst, hast du auch Kohle, um noch mehr zu geben. Ja, bestimmt, klar. Bestimmt. Jetzt muss ich erstmal meine ganzen Rechnungen begleichen und dann, wenn noch was bleibt. Na, ist nicht pay to win. Das ist Blödsinn, ist nicht pay to win. Du kannst dir Taschenplatz kaufen, also Inventarplatz, Bankplatz, du kannst dir Mountspads kaufen und irgendwelche kleine Mimik-Dinger, die du sowieso auch so kriegst. Vom Spiel oder von Twitch, wenn die Drops da sind. Also, du kannst dir irgend so ein Teil kaufen, dass du 30 Tage 10% mehr XP hast oder 7 Tage. 7 Tage Drop kriegst du auch von Twitch 10% XP. Also, ja. Diese Lumis kriegst du auch so. Ich hab diese Lumis habe ich für free, also für free bekommen. Ich habe sie mir halt im PvP erspielt. Wo sind die denn? Da. Die habe ich alle gestern bekommen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. 1, ja. Die habe ich alle gestern erspielt im PvP. Du, ich kann ja nicht genau sagen, wie lange man braucht. Hier wegen Max Level. Es ist noch keiner Max Level. Und Max Level ist 50. Genau. Ab 50 kriegst du 99% weniger XP und ja, dann lohnt sich ja gar nicht mehr.
Nö, es ist echt nicht Pay-to-Win. Würde ich mich nicht abschrecken lassen. Einfach einloggen und Spaß haben. Wenn du es in der Beta geil findest, ist ja nichts anderes. Und das, dieses Pay-to-Win-Gedönse, das ist halt nicht wirklich da. Also im Endeffekt ist das einfach nur Blödsinn, wenn du ab 50 99% weniger XP bekommst, glaube ich, ist es halt einfach nur so ein Gimmick oder so eine Verarschung, dass du halt weiter leveln könntest. Wir haben immer so zugesagt in den letzten Tagen so ein bisschen Pay to Progress, weil vielleicht, wenn du halt viel Kohle reinbutterst, dann mit diesem 10% XP, keine Ahnung, wie viel das ausmacht. Wenn ein Spieler 100 Stunden für etwas braucht, brauchst du dann vielleicht, wenn du das nutzt, vielleicht 95 oder 90, ich keine Ahnung, so 90 halt. Keine Ahnung. Also im Endeffekt beim MMO finde ich, dass 10 Stunden oder sogar 100 Stunden plus minus fast egal sind. Aber nee, also Pay to Win ist das halt nicht. Was ich schon immer sage, was Pay to Win wäre, habe ich gestern schon gesagt, da hatten sie mal halt, alle haben unterschiedliche Meinungen, was ja auch okay ist. Wenn ich hier mein Item Level von diesem Helm sind, ist 425. Wenn ich mir jetzt einfach sagen könnte, ich nehme mir 10 Euro und hol mir ein 1000er Item Level Helm. Das wäre dann schon Pay to Win. Und nicht auch irgendwelche Mats und so eine Scheiße, dass es schneller macht, sondern einfach den Helm direkt. Gibt solche Spiele? Kennt ihr sowas? Und darum, weil ein Kollege meinte, es wäre, wenn man reinpitt, dass man Dominus-Vorteil gegenüber anderen Spielern im PvP hat. Das mit Dominus ist, glaube ich, nicht einmal so eine unwichtige Geschichte. Ich bin da noch nicht ganz sicher, wie stark die oder wie nicht stark die sind. Auf jeden Fall kannst du dir im PvP für 10 Marken pro Woche einen so Luminus holen. So war das eigentlich geplant, dass du dir ein Luminus pro Woche holen kannst. Letzte Woche, in der Release-Woche, war es so, dass du konntest 21 Marken erspielen, also konntest du mehr Marken erspielen, also konntest dir 7 Luminus holen. In der ersten Woche. Jetzt haben sie es halt so gemacht, wie es eigentlich mitbekommen, dass es sein sollte. Ich kann doch diese Ringe verkaufen, ne? Weil ich krieg die jedes Mal. Ich kann nicht das gleich. Aber ich kann dir doch dann veredeln, oder? Gut, danke dir. Also ich hatte mitbekommen, dass man diese. Was ist denn hier alles für Dinge hier? Mitbekommen, dass diese Luminus halt einmal die Woche kannst du eins freischalten. Und irgendwie war es letzte Woche, dass du 7 freischalten konntest. Jetzt haben die es normal gemacht. Ein wiederkehrendes Abo. Wow, Hammer. Ronson, einfach 19 Monate. Das ist ja schon eine Menge. Bist du dir ganz sicher? Dankeschön. Einfach reingesubbt. Dankeschön für den Support und für die lange Unterstützung. Lass dich drücken. Dankeschön. Wie geht's? Wie steht's? Moin, moin. Ich überlege gerade. Verwerten, glaube ich, die nicht, denn das sind immer diese, wenn du in dieses komische Portal, da musst du in den Baum, kriegst du jedes Mal 2 geschenkt. Deswegen kann ich die irgendwie nicht verwerten.
Random Dragon Box oder PvP Lumi. Okay, nice. Oh, du warst schon 40 in der Beta. Okay, dann kennst du ja schon einiges. Wie lange oder wie oft gab es denn Beta? Ich kenne das Spiel erst seit ein paar Tagen. Ich hatte nie was davon gehört. Also ich finde beides ultra stark. Mich vernichten beide in der Arena. Ich habe gar keine Chance gegen keinen der einzigen. Beide haben als Melee-Klasse ultra starke Ranged Attacks. Achso, ein Wochenende, okay. Was ich überlege, man kann doch eigentlich nicht zwei Ringe gleichzeitig, also die gleichen, also hier, ab, ach so, warte mal. Apostelring des Gleichgewichts, dass ich den nutze, um den aufzuwerten, aber das geht glaube ich nicht. Man kann nur den gleichen nehmen. Herausforderer Jäger. Nee, da muss ich das hier. Ich tu die mal weg. Hey, was ist jetzt? Hallo, was ist mit dem Händler jetzt? Hallo, Händler? Ich brauche Taschenplatz, das kann ich nicht machen so. Naja, aber schau mal hier, Prinzip. Der Slayer ist halt ultra krass. Wenn der ich würde immer sagen Nerf, natürlich ist es ein Nerf, aber der wird bestimmt einfach angepasst. Und der wird nicht so angepasst, dass er nicht mehr spielbar ist. Weiß ich nicht. Genau, dann wird Asse genervt. Also im Endeffekt, wo du Bock drauf hast. Sie werden bestimmt nichts übermäßig krass lassen. Oder stark lassen. Achso, ich wollte schauen. Ich brauch so eine Rüstungsveredelungsfuzzi da. Gibt's das hier? Ja, das ist. Die machen sind heute Maintenance, ja. Das stand auch in den Patch Notes. Sie haben heute Wartungsarbeiten gehabt. Und du kannst sie dann später abholen. Ich brauche Juwelier-Gedönse. Genau, das Webinventar. Genau, das ist noch in Wartungsarbeiten. Dimensionsteil da. Da sind noch Wartungsarbeiten. Schon in den Patch Notes, dass sie hier noch ein bisschen da weiter arbeiten, denn da gab es ein paar Probleme, dass sie. Jetzt versuchen sie da alles zu fixen. Ich weiß gar nicht, wo ich die Patch Notes habe. Irgendwo habe ich die Patch Notes gehabt hier. Keine Ahnung. So viel Scheiß hier offen kannst du dir nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall stand in den Patch Notes, dass sie dann noch dran arbeiten. Genau. Stützpunkt dahin. Also einfach nur aktuell geht's nicht. Ich schätze mal, dann fixen sie das Ganze mit dem Chicken Pad. Da fixen sie noch ein paar Sachen. Noch einfach noch ein bisschen Zeit. Sie haben erstmal 4 Stunden Server gehabt, haben sie den ganzen noch ein Patch drauf gespielt, der war gar nicht klein. Und jetzt machen die noch ein bisschen an der Webseite rum. Zum Glück haben sie die Spieler wieder freigegeben, ganz normal. Nach Plan sogar. Voll geil. So, wie heißt das? Veredelung für Dingsbums. Schmuckveredelung, genau. Mal testen. Wenn ich das jetzt hier. Ja, immer jedes Mal hier hinten. Ne, ganz, das ist ja. Schmuckveredelung. Die hier. Mit denen da. Let's go. Was machen wir denn? Verringert die Präzision um 9. Tun wir das mal weg, dass es auf 6 ist. Passt. Haben wir.
200 ist das Ding jetzt. Lol. Voll schwach. 40 erforderlich. Hm. Einfach 200. Mhm. So. So viel haben wir jetzt heute nicht geschafft, ne? Ich habe 0 Questbrief auf jeden Fall. Doch, das habe ich gemacht. Ich habe, ja gut, zu wenig war es jetzt nicht. Ich habe, was habe ich gemacht? 20% vom alten Level noch und 25% vom neuen. Ich hatte in einer Stunde habe ich 14,4% geschafft und jetzt nochmal 11%. Das mit diesem 10,4 war halt einfach in diesem Ding hier gegrindet. In diesem Teil hier, schwarzer Mecha-Kessel. Golddingern hier, krass. Das mit der Öffnungszeit ist sehr komisch. Ist das auch... Gab es sowas bei BDO auch? Dass gewisse... Was ist das überhaupt? Schlachtfelder oder Aktivitäten nur zu festen Zeiten verfügbar war? Ich muss mal. Will mal kurz Toilette. Un momento, por favor. So. You will see.
Oh Gott, also meine Schmerzen, also meine Füße, Alter, sind gerade ganz wild, ey. Mittwoch 11 Uhr steht sogar da, schau mal, wie krass. So. Ich muss euch sagen, hier Chat, seid mir nicht böse, aber ich müsste, also bevor ich jetzt dann um 19 Uhr zu WoW wechsle oder so, müsste ich vielleicht noch eine kleine Pause machen. Ich schaffe das sonst nicht, ich bin viel zu müde schon. Bin schon wieder seit 3 Jahren wach, seit 4 hier schon auf den Beinen. Haben wir schon wieder lang gespielt hier. Ich würde dann am liebsten eine Stunde kurz Pause machen und dann um 19 Uhr weiter. Oder 19.20 Uhr, keine Ahnung. Einfach eine Stunde kurz Augen zu. Um meine Füße ein bisschen entspannen und meine Augen ein bisschen entspannen. Muss halt auch sein, am 24-Stunden-Stream kurz mal wieder mal ein Päuschen. Also, sei es für eine Base, aber das muss ich jetzt einfach machen. Ich habe mal gesagt, je nachdem wie es mir geht, mache ich mal länger, mal weniger. Mache jetzt einfach eine Stunde, mache ich ein kleines Schläfchen oder leg mich hin, mache die Augen zu. Dann geht es ja um 19 Uhr, 19.20 Uhr direkt weiter bis 23, 24 Uhr. Und dann werde ich versuchen, nochmal eine Pause zu machen. Dann sehen wir uns morgen, also mit Elion morgen in der Früh wieder. Ich versuche jetzt so ungefähr. Mal schauen, Elion von in der Früh, keine Ahnung, was weiß ich, wann ich halt dann irgendwie wach werde oder so. Von 6 bis 6 so ungefähr, von 6 bis 18 ungefähr Elion. Dann vielleicht ein Stündchen Pause und dann, ja, dann abends WoW halt dann. Dass wir so 10 bis 12 Stunden Elion haben am Tag und 5, 6 Stunden WoW, keine Ahnung. Also im Optimalfall. Muss dann auch noch schauen, dass ich nachher vielleicht dusche. Warte mal, heute duschen, morgen rasieren oder andersrum. Heute habe ich schon so viel gemacht in der Küche, aber leider ist mir ein Fauxpas passiert, dass ja, ganzer Küchenboden ist voll mit Öl und ich muss gucken, dass ich das irgendwie aufräume. Und das mit dem meinen Füßen und das Bücken und das Abstützen ist halt sehr schwer. Aber kriegt das schon hin, muss ich halt dann machen auch. Bin halt doch ein bisschen eingeschränkt, muss das Ganze planen. Ich weiß, normalerweise steht man einfach auf und macht, aber ich muss es einfach so ein bisschen planen und schauen, wie es mir geht, ob ich das schaffe in der Zeit. Ja. Und wir haben morgen, ich glaube um... Oh, warte, wo ist denn die Zeit jetzt hin? Alexa? Wie viel Uhr ist es in... Es ist 17.54 Uhr. Ich hoffe, du hattest einen tollen Mittwoch. Scheiße, wir gerade ausrechnen hier. Wie viele Stunden sind das? Ich kann gar nicht mehr rechnen, Alter. Wo ist denn... Bin verwirrt. Hallo? Windows-Taste geht nicht. Hier. Mein Rechner ist so langsam, weil so viel läuft. Glaubt ihr nicht, was hier alles läuft, Alter? Das ist ja Katastrophe. Warten wir gleich. Müsste 8.56 Uhr in der Früh sein, normalerweise. Genau. Es müsste 8.56 Uhr in der Früh sein. Falls das alles noch läuft und alles funktioniert, dann werden wir 30 Tage schaffen. Um 8.56 Uhr in der Früh. Ich meine, ich habe mir nie ein Ziel gesetzt, scheißegal. Ich habe gesagt, wenn ich einen Tag mache, mache ich einen Tag. Wenn ich 10 Tage, mache ich 10 Tage. Das ist alles nicht so geplant gewesen. Einfach nur mal gemacht. Und wir werden dann morgen in der Früh, kurz vor 9, werden wir 30 Tage erreichen, wenn das so weitergeht. Kann ja immer was passieren dazwischen, ne? Also immer dazwischen kommen. Deswegen, ja. Morgen 30 Tage Party. Lul. Ich weiß zwar nicht, was ich extra machen soll oder nicht, weil es nie geplant ist oder nie geplant war, aber hätten auch 10 Tage Party machen können, 22 Party Tage, aber 30 Tage.
verdammt, genau zu solchen, sag ich mal, Sachen würde ich heute irgendwas geben. Keine Ahnung, was hab ich denn hier? Ich hab nichts. Scheiße, Mann. Irgendwas verlosen. 30 Tage hier. Keine Ahnung. Einfach so hier raushauen, aber ich hab nichts. Weiß ich nicht. Salz habe ich hier neben mir. Bisschen Ketchup. Angefangene Ketchup. Bisschen Fondor. Maggi Fondor. So, das wäre cool, weißt du, zu so einem 30-Tage-Ding, was ich dann sage, hey, komm, ein paar Geschenke oder irgendwas an euch raushauen, aber... Pff, keine Ahnung. Einen? Ja, das kann ich ja machen. Das kann ich machen, klar. Das ist ja kein Problem. Aber einen, ist es nicht ein bisschen erbärmlich? ist das nicht ein bisschen erbärmlich? Wenn dann 30, aber 30 ist einfach... Nee, das geht ja nicht. Dann einen? Genau, wir machen ein Giveaway. Und ich verschenke einen Sack. Also, da kann ich mich ja gleich löschen. Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, wo das herkommen soll. Das Problem ist, ich bin ja nicht einmal berechtigt für dieses Ding da, ne? Weil ich krank bin und sowas. Das ist bei mir ganz kompliziert. Fürs Geld. Ganz kompliziert ist es. Aber irgendjemand muss ja irgendwas geben. 2-3 Euro. So, ne? Da bleibt nur noch das. So. Na gut, ihr müsst halt. Ich mach mir trotzdem Gedanken. Also, das ist halt einfach bei mir automatisch so. Ich halt trotzdem Gedanken. Weil ich halt immer irgendwas geben will. Immer irgendwas geben. Irgendwelche komischen Sachen. Aber ich habe ja nur meine Zeit. Aber wie ich immer zu sagen pflegte, bis vor einem Monat oder bis vor 2 Monaten fast jeden Tag gesagt habe, Zeit ist das wichtigste Gut. Das haben wir Menschen nicht unendlich. Deswegen müssen wir die begrenzte Zeit gemeinsam schön nutzen und Spaß haben. Ja. Amen. Amen. So. Genau. Ist echt so. Also ist einfach begrenzt und es ist auch nicht schlimm. Deswegen muss man die Zeit nutzen, die Zeit gut nutzen, die man hat und fertig. Und am besten einfach gemeinsam verbringen. So. So. Jo. Einfach ein Ketchup verlosen hier. Hier wollt ihr mal Ketchup. So, bitteschön. Noch mit Autogramm, Kappa. Einfach Autogramm drauf, man kennt's. Jetzt weiß ich eigentlich, wozu ich hier nutzen soll, für das Grinden da.